Einen wunderschönen guten Tag, morgen Abend oder was auch immer, liebe Leute. Der Zaunfall hier mit meinem 200 Abonnenten Spezialvideo. Ihr habt mich ja eigentlich schon, ja, seit ich diesen Kanal ernsthaft betreibe mit Let's Plays und Tests, immer wieder mal gefragt, so, hey Zaunfall, kannst du nicht mal irgendwas mit dem Train Simulator machen? Und nun, eine ganze Weile hatte ich die Ausrede, dass mein alter PC schlicht nicht genügend Power hatte, um den TS aufzunehmen und gleichzeitig noch einigermaßen flüssig wiederzugeben. Die Ausrede habe ich jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr und ich habe es trotzdem nicht gemacht, weil, ja, warum eigentlich? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte zwischendurch einfach auch nicht mehr so wirklich Bock auf den TS, habe ihn jetzt auch anderthalb, zwei Jahre quasi fast gar nicht mehr gespielt, hin und wieder mal ein einzelnes Szenario oder mal kurz was im Editor rumgespielt, aber eben nicht ernsthaft benutzt. Und jetzt kommt ihr daher, seid zu 200. Dafür erst einmal noch vielen, vielen Dank. Danke für eure Unterstützung und ja, auch einfach fürs mit dabei sein. Und dann dachte ich mir, das ist doch einfach mal auch ein Grund, euch diesen Wunsch dann endlich mal zu erfüllen und tatsächlich hier mal eine Runde im TS zu drehen. Und ihr seht schon, wir sitzen hier bereits im Führerstand und haben eine Meldung vor uns, die da lautet: Hallo, heute übernimmst du den IC 2279 von Stralsund Hauptbahnhof nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Du wirst diesen Zug von Hamburg Hauptbahnhof nach Hannover Hauptbahnhof fahren. In Hannover übernimmt dann ein Kollege den Zug. Da der Steuerwagen defekt ist und somit eine Fahrt vom Steuerwagen aus nicht möglich ist, musste die Lok umgesetzt werden. Der Kollege vor dir hat die Lok bereits umgesetzt und vor dem Steuerwagen platziert. Bedenke also, dass du bei der Lok den vorderen Stromabnehmer heben musst. Aha. Rüste die Lok jetzt komplett auf und lasse die Fahrgäste in Hamburg in den Zug einsteigen. Aktiviere die PZB-Zugart O und die LZB. Abfahrt in Hamburg ist um 8.28 Uhr. Und die übrigen Ankunfts- und Abfahrtszeiten sind wie folgt. Ja, wir fahren von Hamburg über Lüneburg, Ulzen, Celle nach Hannover. Der Fahrplan ist nicht sehr eng und bietet ein paar Reserven. Fahr also vorausschauend und energiesparend. Außerdem befindet sich in der Einfahrt von Harburg eine Langsamfahrstelle auf 50 km/h. Ich wünsche dir eine spannende und abwechslungsreiche Fahrt. Und das schrieb der absolute Chaos. Ja, und noch ein Hinweis, dass die LZB eventuell nicht so ganz richtig funktioniert. Gut. Also, dann wollen wir uns mal ranmachen und diese Lok fahrbereit kriegen und ignoriert bitte diesen Xbox-Button da. Ja, ich habe im Moment mein Gamepad angeschlossen am PC, weil ich vorhin ein bisschen Need for Speed gezockt habe und das macht mit Gamepad einfach mehr Laune. Und ja, hab vergessen, dass bevor ich den TS gestartet habe, wieder abzustöpseln. Gut, also BR120 fahren wir. Ne? Batterie an. Gut. Dann Handbremse lösen. Das klingt gut. Dann den Luftdruckbremsgedöns-Dingsbehälter auffüllen. Wo war denn noch gleich die Anzeige dafür? Da. Hauptluftleitung. Okay. Moment, können wir eigentlich schon Licht anmachen? Ja. Ah. Dann sieht man das Ganze ein bisschen besser. Und die Türen mache ich jetzt auch einfach mal auf. Auch wenn der Zug eigentlich dafür noch gar nicht bereit ist. Aber, ja. So. Bist du jetzt gleich mal bei 10 hier. Und ja, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ich habe nicht wirklich Ahnung von dem, was ich hier tue. Auch wenn ich jetzt schon etliche Jahre mit dem Train Simulator unterwegs war und eine Zeit lang ja auch Moderator im RailSim.de Forum. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dem ganzen PZB, LZB, Sicherungsgedönszeug, ja,
Das war nie so ganz mein Ding, aber ich versuche heute mal mein Bestes. So, Richtungswender vor. Dann den Stromabnehmer. Stromabnehmer Nummer 1. Genau, wir sollten ja den vorderen heben. So, dann hoch damit. Es hat geklickert. Schauen wir mal. Tut sich was? Nö. Warum nicht? Stromabnehmer heben. P. Ha, wird gehoben. Jetzt ein bisschen länger gedrückt halten. Okay, da ist er hoch. Jetzt sollen wir hier irgendwo eine KV-Anzeige sehen. Ah, da ist was. Da. Okay, dann Hauptschalter. Und damit sind wir, glaube ich, theoretisch fahrbereit. Was rödelt denn da vorbei? Hm, ein Taurus. Sweet. Okay. Dann schalten wir zur allgemeinen Unterhaltung noch die SIFA und die PZB ein, die jetzt erstmal fröhlich vor sich hin blökt. PZB O. O ist richtig, ja. Und die LZB machen wir auch noch an. So, Licht an, zack. Und dann können wir noch hier schon mal auf Vorwärts stellen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, dass hier unser Zügelchen... ja, abfahrtsbereit wird. Wir stehen hier in Hamburg und... Na nö, was ist das denn hier für eine seltsame Kombination? Taurus, Waggon... Steuerwagen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, und wir ziehen hier unseren eigenen Steuerwagen hinter uns her. Da steht ein Metronom, der hier in Hamburg aufhört. Schön, schön. So, und wir fahren um wann ab? Ich hab's schon wieder vergessen. Irgendwas macht hier noch mächtig Krach. Hier gab's doch irgendwo einen Weg, dass man sich diese Nachricht nochmal anzeigen lassen kann, oder? Nö, anscheinend nicht. Dann schauen wir in die Aufgabenliste. Um 28. Okay, 2 Minuten haben wir noch. Aber, ja gut, Signal ist ja auch noch rot. Gut, gut. Gibt's hier sonst noch irgendwas Spannendes zu entdecken im Führerstand? Nö. Sieht eigentlich nicht so aus. Irgendwelche schönen Knöpfchen? Nö. Wo war denn das Türding? Das ist, glaube ich, hier irgendwas. Lokbremse? Nein. Mikrofon? Wollen wir jetzt auch nicht. Da, Türen schließen. Okay. Jedenfalls, wenn wir hier dann gleich irgendwann abfahren dürfen. Sand, Zugspitze, Bremsen lösen. Führerstandslicht. Was macht es? Macht ein bisschen Licht. Aus unbekannter Quelle. Keine Lampen da oben zu sehen. Aber okay. Ne? Jetzt bin ich verwirrt. Ist es an? Ist es aus? Ah, so ist an. Ja, aber ich glaube... Ah, es macht zweimal Klick. Oder? Klick, Klick. Seltsam. Da kommt noch ein anderer Intercity rein. Ah, unser Signal ist grün. Oh, wir haben auch die Uhrzeit erreicht. Also, Türen schließen. Okay. Es blinkt und piepst. Das ist gut. Taurus fährt auch weg. So, es hat aufgehört zu blinken und zu piepsen. Das heißt, denke ich, wir dürfen fahren. Ja, im Moment erstmal noch ohne
AFB und LZB und Gedöns sind ja hier noch im Bahnhof. Das blinkt. Muss ich jetzt irgendwas tun? I don't know. Ich darf auf jeden Fall nur 40 fahren, weil dann noch ein gelbes Ding mit in dem Signal ist. So viel weiß ich. Warum es jetzt blinkt oder was ich dagegen tun muss oder was ich überhaupt tun muss, ist mir allerdings gerade nicht so ganz klar. Aber solange wir fahren, macht das auch nichts, glaube ich. Oder heißt das einfach nur, ist das die Bestätigung, dass ich hier nur 40 fahren darf, wegen dem Signal? Ja, sie fahr. Oder könnte ich auch jetzt einfach PZB frei drücken? Da ist grünes Signal. Na, mal gucken, was es jetzt macht. Na, es hat aufgehört Guten zu blinken. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Alexander Schneider und ich darf die zugestiegenen Fahrgäste aus Hamburg im Namen der Deutschen Bahn herzlich im Intercity nach Karlsruhe begrüßen. Unser nächster Halt ist Hamburg-Harburg. Das Team der Deutschen Bahn wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Good day, ladies and gentlemen. My name is Alexander Schneider and in the name of the Deutsche Bahn, I want to welcome you on board of the Intercity to Karlsruhe. Our next stop is Hamburg-Harburg. The team of the Deutsche Bahn wishes you a pleasant journey. Ja, schick, schick. Mit Ansagen und so. Ich hatte den absolutes Chaos nämlich gefragt, so, hey, ich würde ganz gerne eins von deinen Szenarios fahren, weil ich weiß, dass sie in der Community recht beliebt sind, sehr gut ankommen und halt, weil sie auch schön gestaltet sind und so. Und empfiehl mir doch mal irgendein einigermaßen einfaches, vorzugsweise irgendwie nicht nachts und nicht im Schneesturm. Und ja, da hat er mir gesagt, nimm doch entweder das hier auf Hamburg-Hannover. Oder ein zweites mit einer Regionalbahn auf der Moselstrecke. Das habe ich auch ausprobiert auf der Mosel. Und ja, wie so viele Leute ist die Mosel auch bei mir nicht ganz unproblematisch zum Laufen zu kriegen. Gucken, dass wir hier nicht zu schnell werden. Und ja, ich habe es zwar ausprobiert auf der Mosel, aber da ist einfach keine flüssige Aufnahme drin. Framerate ist da, ja, wie man so schön sagt, all over the place. Kurz hinter Koblenz kommt so ein komischer kleiner Güterbahnhof. Da habe ich dann einen wirklich massiven Einbruch. Geht's runter auf 10, 12 Frames nur. Während dann irgendwo auf freier Strecke wieder 40 sind und wenn ein anderer Zug in Sicht kommt, sind es 30, in den Bahnhöfen 20. Das macht A, nicht allzu viel Spaß und B, ist es für eine Videoaufnahme echt extrem schlecht, wenn die Framerate dauernd hin und her springt. Und hier in Hamburg, Hannover, geht's eigentlich ziemlich. Ich habe jetzt ein Frame-Limit von 30 drin, ich nehme auch mit 30 auf und das passt und die 30 werden auch fast konstant gehalten. Von daher, ja, ich wäre wirklich gerne auch auf der Mosel gefahren, weil es eine richtig schöne Strecke ist, aber ja, gestaltet sich halt dann doch etwas schwierig. Gut, hier gehen die Frames jetzt auch mal kurz runter. Bisschen viel Oberleitung gleichzeitig, andere Züge, aber es bewegt sich halt alles noch im Rahmen. So. Das hieß ja, wir sollen energiesparend und ruhig ein bisschen langsamer fahren. Und deswegen, solange ich hier nebenbei quatsche, ist das vielleicht gar nicht mal verkehrt, nicht allzu viel Gas zu geben. Ups, da sind wir schon bei den 120. Nicht zu schnell fahren. Obwohl, da ist das 160er-Schild. Wobei, in Harburg oder vor Harburg soll ja auch noch eine Langsamfahrstelle kommen. Schauen wir mal. Hier ist auch richtig schön viel Verkehr unterwegs.
Kabelrollenzug. Da hinten steht noch irgendwas rum. Weiß gar nicht was. Ich sehe es auch nicht. Ja, ein paar Kesselwagen. Noch so ein Flachzug. Glaube ich für Container. Eine Schiebewand. DDH-Bins. Ich finde ja diese Bezeichnung von den Güterwagen immer toll. Sieht immer aus, als wäre da eine Katze über die Tastatur gelaufen. Als man den Namen gegeben hat. Oder Himmelbilzen. Ja, ganz, ganz prima. So. Aha, da kommt gleich eine 100er-Stelle. Und ja, ich werde jetzt dauerhaft mit dem F3 hart fahren. Werte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Hamburg-Harburg. In Hamburg-Harburg haben Sie Anschlussmöglichkeiten zum Metronom nach Bremen. Planmäßige Abfahrt um 8.49 Uhr von Bahnsteig 3. Intercity nach Stuttgart über Dortmund, Düsseldorf und Mannheim. Planmäßige Abfahrt um 8.55 Uhr von Bahnsteig 3. Der Ausstieg in Hamburg-Harburg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Hamburg-Harburg aussteigen, und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Ja. Vielen lieben Dank, Herr Schneider. In a short time we will arrive at Hamburg Harbor. Your connections, Metronom to Bremen. Departure at 8:49 from Platform 3. Intercity to Stuttgart via Dortmund, Düsseldorf and Mannheim. Ha, perfekt Departure gebremst. At 8:57 from Platform 3. We want to say goodbye to you and we wish you a nice day. Da ist was Gelbes an dem Signal. 80. Die Taste war es nicht. EZB. Wachsam. PZB frei. Bringt nichts. Muss erst anhalten. Ja. So, 0. Endlich. So. Bremse raus. Und, darf ich jetzt schon wieder Gas geben? Oder muss ich erst noch hier wieder irgendwas... Genau, frei. Und jetzt müsste ich doch eigentlich... Ja, jetzt geht's. Oder musste ich einfach nur ein paar Sekunden warten? Ich weiß es nicht. Ja. Das wird uns jetzt vermutlich noch ein paar Mal passieren unterwegs. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Irgendwelche Tasten drücken und hoffen, es ist die richtige. In diesem Fall anscheinend war es nicht die richtige. Aber sollte hier nicht eigentlich auch eine 50er Langsamfahrstelle sein? Da stand doch sowas in dem Text. Aber hier darf ich 100 fahren. Theoretisch 120 sagt das hat, aber ich glaube 100. Oder nee, 80 hat das Signal gesagt, ne? Ich höre lieber auf das Signal. Ja, blöde Siefer. Was sagt denn das Signal? Das sagt 80, Ankündigung 60. Okay. Wenn das jetzt so weitergeht, kommen wir allerdings nie am Ziel an. So, Bremse, los, Gas geben. Geht nicht. Zurück, nochmal. Geht nicht. Gas geben. Geht nicht. Jetzt geht's. So.
passiver, nicht PZB gerade. Ach, ich weiß es doch nicht. hier ist ein Ende. Okay, dann war das jetzt schon irgendwie die langsame Fahrstelle anscheinend. Seltsam. So. Ja, Siva. Meine Güte. So, hier ist ein Bahnsteig. Sollte ich vielleicht auch dafür sorgen, dass ich hier dran stehen bleibe. Aber die 120 bremst ja zum Glück relativ gut. Da ist eine Haltestelle links. Wo ist denn die Haltestelle rechts? Entweder habe ich das Schild übersehen oder es gibt keins. Ach, doch da, ganz vorne. Ja. Aber... Zug steht im Bahnhof. Perfekt drin. Naja, was heißt perfekt? Eigentlich wäre es wesentlich sinnvoller, irgendwo hier zu halten. Noch unter dem Bahnsteigdach und so. Jetzt müssen die ganzen Leute ja von da hinten erstmal hier vorlatschen. Aber da steht halt die Haartafel ganz vorne. Ui, das war aber ein kurzer Halt. Türen zu. Okay, es blinkt und piepst. Warum muss das denn piepsen? So, Bremse los. Leistung rauf. Leistung will noch nicht. Jetzt will die Leistung. Und dann machen wir uns mal auf den Weg nach Lüneburg. Okay. 5 Kilometer, 6 Kilometer. Und wir haben, glaube ich, schon ordentlich Verspätung. Ja. Fail. oh, das Signal ist wieder. Ja, Siva. Okay. Aber ich habe diesmal anscheinend für das Signal die richtige Taste gedrückt. Sehr gut. Ich weiß allerdings schon. Mal gerade in meinen Spickzettel reinschauen. Wo fährt das denn hin? Und ich werde zu schnell. So. Sifa. Müssten die 60 doch jetzt eigentlich gleich mal irgendwo aufhören. Gut, lassen wir die Lok einfach mal ein Stück rollen. Bild ab ist wachsam. Okay. Ah, jetzt habe ich auch 120. Frei, wachsam, frei, wachsam. Gut. Ich sollte also wachsam drücken. Am besten. An den Signalen, denke ich. Da vorne dürfen wir 200 fahren. Da fängt dann, glaube ich, auch die LZB irgendwo an. AFB-Hebel. Warum geht die AFB denn jetzt aber nicht an? Tum, 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 tum. AFB ein aus. Shift und A. Okay, Ankündigung 160. Shift und A. Fahrschalter nach 0 und V-Sollsteller nach 200. Fahrschalter nach 0. Soll nach 200. Das ist, denke ich mal, volle Leistung. Okay. Ich begrüße alle zugestiegenen Fahrgäste im Intercity nach Karlsruhe. Unser nächster Halt ist Lüneburg. Our next stop, Lüneburg. So, jetzt hat auch die LZB gegriffen.
stellt sich allerdings noch auf 120. Ah, jetzt geht's hoch. Sehr gut. So, wieso aktualisiert sich diese Entfernungsanzeige da eigentlich nicht? Sind da jetzt schon gefahren und das sind immer noch... Ah, weil Lüneburg noch 33 Kilometer eigentlich weg ist, gar keine 6. Auch gut. Sifa. Ja, dann fahren wir jetzt mal nach Lüneburg. Mal gucken, was hier unterwegs noch so passiert. Ja gut, und Maschen hier. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt in der Aufnahme mitbekommen werdet, aber ist dann für die Framerate auch so eine bisschen kritische Stelle. Da hängt einfach zu viel Oberleitung rum. Und kleine fisselige Dinger und da soll dann auch noch Anti-Aliasing drauf berechnet werden. Das kann der TS einfach nicht besonders gut. Aber jetzt läuft wieder alles so, wie es soll. Wenn es jetzt zwischendrin mal ruckelt, dann sind das diese berühmt-berüchtigten Nachladeruckler. Befehl, okay. 25 Kilometer. Gut. Bis Lüneburg fahren wir jetzt noch. Und das Szenario soll insgesamt ungefähr 90 Minuten dauern. Und ihr kennt ja meine übliche Regelung. Ich mache eigentlich immer 30 Minuten Videos. Pi mal Daumen halt. Und von daher werden wir dann noch dieses Video ein bisschen aufteilen. Aber ich fahre das Szenario natürlich in einer Sitzung durch bis zum Ende. Nur allein schon aus rein logistischen Gründen. Map? Map? 60. Warum 60? Okay. Nehmen wir zumindest mal ein bisschen Geschwindigkeit runter. Hier ist wieder grün. Aber da ist ein G. Ich bin verwirrt. Was passiert hier? Jetzt ist wieder alles frei. Wieder alles grün. Okay. Sifa. Machen wir mal 160, 70. Ich meine, ich werde wahrscheinlich eh zu spät ankommen, von daher. Ja.
ZB. Ist aber alles grün. AFB zieht auch runter. Aber es bremst nicht. Jetzt bremst es. Ich bin verwirrt. Was macht der Zug hier? Und warum macht er es? Hilfe! Ist doch alles grün. Was wollt ihr denn? Ah, da hat's ein Signal umgeschaltet. Okay. Ist ja schon erstaunlich, dass der das so weit weg schon erkannt hat. Da fährt anscheinend noch irgendwas vor mir her. Machen wir mal 100. Na, 160. Gut. 130. Ich weiß nicht, was da vor mir vorfährt. Aber anscheinend bin ich schneller unterwegs als das Ding. Das bremst da schon wieder. Ja, da ist gelb. Auf jeden Fall ein Magnet. Aber PZB ist nicht angesprungen. Okay, und da ist ein rotes Signal. Leistung weg. SIFA weg. Signal ist grün. Was mörbt da? Und warum hört das nicht auf? Jetzt hört's auf. Okay, gelb, aber das nächste ist auch schon wieder. Gerade umgesprungen. Irgendwas Lahmes fährt da vor mir her. Was macht Lüneburg? 15 Kilometer. Ja, sie fahren. So, fahren wir mal 120 mit der BR 120. Wuhu! Ja. Schön. Schön, schön, schön. Alles wieder grün. Oder kann ich doch schneller fahren? Ich weiß es nicht. Ah, da rechts ist ein Zug. Ein blöder, langsamer Güterzug. Mit Containern. Ich glaube, der war es, der mich hier so ausgebremst hat. Kann das sein? Steht jetzt hier rechts rum. Schauen wir mal. Ne? Rotes Signal. Und ja, würde jetzt hier wieder nach links kommen. Schön, dann kann man hier wieder Gas geben. Denke ich mal. 90. Ah, 200. 110. Wieso 110? LZB, was willst du von mir? Ist doch nichts mehr. Hm.
hier ist auch nichts zu sehen. Ich bin verwirrt. Dieses Bardovik. Aber wieso 110? Sollte ich vielleicht tatsächlich mal bremsen? Signal kündigt nichts an. Güterzug. Das Signal ist auch einfach nur grün. Warum 110? Vermutlich wird es sich gleich irgendwann rächen, dass ich nicht bremse. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Lüneburg. Der Aufzug befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Dear passengers, in a few minutes we will arrive in Lüneburg. The exit is on the right side. Machen wir mal 130 zumindest rein. Lüneburg. Ah, jetzt aktualisiert es sich auch. 5 Kilometer. Und da kommen tatsächlich die 110 erst. Wow. Falschen Dingsbums erwischt. Die falsche Taste für die AFB umstellen. V-Sollsteller. Y und Shift Y. Okay. In den DTG-Logs ist immer Y und C. Aber C ist hier der linke Scheibenwischer. Das, ja, muss man sich immer wieder neu orientieren, wenn man in einen fremden Zug steigt. Vor allen Dingen, wenn man in einen Zug von Virtual Railroads steigt. Signalhorn lang, kurz. Mhm, das ist lang. Das ist kurz. Das ist die SIVA. So, ich fahre 110, die mir hier erlaubt sind. Wobei, der AC schrieb doch, die Schilder entlang der Strecke haben innerhalb der LZB keine Bedeutung. Hm. Das da anscheinend schon. So, Kilometerchen noch. Ausschalten. Achso. Nee. So war das nicht gedacht, aber egal. Bremse. Da sind wir in Lüneburg. Oh, sogar wieder pünktlich. So einigermaßen. Respekt. Der Fahrplan ist dann wirklich locker. Wenn ich das hier mit Zwangsbremsungen schaffe. So, wir rollen noch ein Stück. Unten sieht's okay aus. Und ja. Piep? Was piepst du hier gerade? Außer der SIVA. Ich
weiß nicht. Haartafel ist da ganz vorne. Ja, aber hier wird reichen. Denke ich mal. So. Wir haben angehalten. Öffnen wir die Türen. Und spazieren mal ein bisschen auf dem Bahnsteig rum. Genau. IC 2279 von Hannover nach Karlsruhe. Miss? Ach nee, über Hannover nach Karlsruhe weiter. Ja. Und genau, während wir hier jetzt in Lüneburg rumstehen, machen wir für den ersten Teil dieses Videos einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut auch bei Teil 2 wieder rein. Bis dahin, alles Gute!